Don't walk on the grass, smoke it. Ja, genau. Ich bin jetzt kurz auf dem Balkon, eine Milch trinken, frische Luft schnappen und Kekse essen. Ja. Ich muss ja vorsichtig sein, was ich sage, weil ansonsten kriege ich Ärger mit dem Holger. Ja, ach. Also nicht mit dem Holger, den du kennst, Horsti. Ach so. Okay, sondern mit einem anderen. Helge Schneider. Der Horsti hat schon längst vergessen, wer Holger war. Sag ich weiß schon, Grunk. Ich weiß ja, der heißt ja so, ja. Ja. Na gut, bis gleich. Jo. Nee, Alfons, das muss ich dir auch noch sagen, ne? Ich hab ja. Oh, was ist das denn hier? Oh, erstmal ein Creeper. Erstmal zu Penny. Creepy! Alte Ponze. Mach ich das? Warte mal, den schwemme ich da runter. Ich hole mir einen Wassereimer und. Naja, das Wasser ist weit entfernt. Was mache ich hier eigentlich? Warum laufe ich hier durch die Gegend? Horsti ist ja gar nicht da. Der Horsti hilft mir sonst immer bei solchen Sachen, mir zu erklären, warum ich Scheiße baue. Das harte Wort für welche Massen. Da sage ich immer, Horsti, warum mache ich das? Und er dann so, weil du blöd bist. Nee, das sagt er natürlich nicht. Ja. Der ist ja ein Guter. So, und der Alfons ist ja auch ein Guter. Und die Creeper da unten, die vier... Waren das vier Creeper, die ich gerade gesehen habe in der Höhle? Heilige Mutter Gottes. Du musst sie alle neben dich stellen, weil dann explodieren die alle nebeneinander und dann bleibt nichts übrig. Ja. Addieren sich eigentlich die Sprengschäden von den Creepern? Ja, klar. Würde ich schon denken. Das ist nämlich immer... Ah! Stärke nicht, aber... Oh, da hat's geknallt. Hast du es gehört? Nee, das höre ich nicht. Ich bin da bei meinem Haus. Also ein Creeper war hier wohl gerade in meiner Nähe. Ach, jetzt stampft der nächste hier rum. Oh, der Entschuldigung. Ich war hier gerade schön am Kies abgraben, weißt du, um mir Pfeilspitzen zu besorgen. Ja. Und dann höre ich nur hinter mir. Und ich konnte gerade noch zurückweichen, bin dann in so eine Lücke rein. Ja. Und deswegen lebt mein Spielecharakter jetzt noch. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Ja. Das sind meine eigenen Fußschritte hier. Ich habe schon Angst vor meinen eigenen Fußschritten. Er schreckt mich vor meinem eigenen Schatten. Habe ich einen Crafting-Tisch dabei? Ja, ich habe einen Crafting-Tisch dabei. Das ist auch einmal so still hier. Eben noch voll der Lärm. Ja. Horsti und Alfons und dann jetzt auf einmal. Ich werde euch vermissen, wenn ich alleine spiele, wieder irgendwie mal für mein eigenes Let's Play. Oh, naja. Aber dann kann ich mich auch wieder irgendwie konzentrieren, dann bin ich nicht ganz so hornig wie heute. Jo, das ist auch wichtig. Ja. Wichtig und wichtig. Aber ich glaube, es ist alles nur Gewöhnungssache, also. Ja. Ich spiele halt nicht so oft überhaupt nicht mit Multiplayer-Sachen. Ja. Also ich habe wohl ein paar Mal, ich habe mich nochmal hingesetzt und tatsächlich nochmal so Revue passieren lassen, wie oft ich eigentlich schon Minecraft Multiplayer gespielt habe, und es ist doch schon einige Male gewesen. Aber ja, über so lange Zeiträume verteilt, dass ich eigentlich gedacht habe, ich hätte höchstens 2-3 Mal irgendwie mit anderen Leuten gespielt, aber dann doch. So. Ja. Horstis Kekspause dauert immer ganz schön lange. Also Milchpause und Kekspause. Ja. So. Und was machst du gerade? Ich werde gerade mein Haus noch verschönern. Dort, wo das Bett stand und so, da habe ich jetzt wie so eine Art Wand drumherum gemacht. Da kannst du ja mal angucken, dann später. Mhm.
Ja, ich komme auf dem Rückweg vorbei. Ich bin hier so ein bisschen in Richtung Wüste gelatscht jetzt. Oh. Alter. Kommt da schon wieder ein Creep? Da kommt schon wieder ein Creep! Der hat meinen Crafting-Tisch in die Luft gesprengt, der Penner. Ach, super. Der ist weg, der Crafting-Tisch. Kommt da schon wieder denn? Hä? Warte, habe ich ein Bett dabei? Wir müssen nämlich schlafen. Oh, ja, klar. Ist okay. Hier nicht in der Creeper-Höhle, Moment. So. Und zack. Alter, heute passieren Dinge. Ich bin noch nie, ich habe noch nie ein Crafting-Table weggesprengt gekriegt von einem Creeper. Ja, ich auch nicht. Das ist neu. So, jetzt habe ich 2 Creeper weniger hier unten in der Höhle. Sind hier noch mehr? Bumm. Nö, Skelett. Bein. Naja, vielleicht kann der mir ja ein paar Pfeile schenken. Komm mal her. Komm mal her, du Vogel. Komm her. Klapp an, du Klappstuhl. So. Hoch. Geht eigentlich auch irgendwann der Bogen von dem Skelett kaputt, oder? Nee, genauso wie, das ist genauso unfair, wie die Infinity haben. Die Kackviecher. Ja. Ein bisschen belassen. Ja, das ist es. Ich finde das einfach unfair ein Vorteil. Ja. Aber weißt du, was geil ist? Was? Bevor ich mit dir hier Multiplayer gespielt habe, habe ich noch nie mich getraut, Creeper im Nahkampf anzugreifen. Ja, okay. Und jetzt habe ich schon mehrere gekillt im Nahkampf. Jawohl, das ist gut. Also, ich muss wirklich sagen, Multiplayer inspiriert auch irgendwie ein bisschen. Also, ja. Macht Mut. Ach du Scheuße. Ach du meine Güte, da ist ein Endermann. Der hat mich gerade voll angeguckt. Ich ihn zum Glück nicht. Ja. Na komm, da raus. Na du? Ich glaube, ich werde mir mal vornehmen, die Nether-Festung zu suchen, weil das ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist, weil man da sehr viel finden kann. Nether-Festung ist geil. Bully joined the game! Oh, da ist ja noch ein Creeper. Ja. Da ist ja noch ein Creeper. Leute, mir ist gerade was Komisches, Schreckliches passiert. Wer denn? Sitze ich am Balkon, ziehe genüsslich alle meiner Milch. Ja. Und auf einmal höre ich so ein Knistern. Und ich dachte, neben mir steht ein Creeper. Leute, ich spiele zu viel Minecraft. Mich hat es so erschreckt, mich hat es gerissen, Leute. Ja. Weißt du, wenn du merkst, weißt du, woran du auch noch merkst, dass du zu viel Minecraft spielst? Wenn du zum Einschlafen auf dein Bett haust. Ich habe hier eine Spitzhacke zu Hause. Eine Diamantspitzhacke. Ja. So, wo habe ich jetzt meine Sachen? Das ist jetzt die letzte Folge, die ich aufnehme. Für heute. Und dann werde ich weiter das schwarze Auge tragen, sagen Let's Play. Ja. Aha. Also Drakensang oder am Fluss der Zeit? Drakensang. Okay. Wo bist du noch? In Moorbrück? In Moorbrück, ja. Aber ich habe neu angefangen auf meinem Zonk-Kanal. Zonk, ja. Ja, genau. Da habe ich nochmal mit der schwarze Auge Drakensang angefangen, damit die Leute, weil die meisten Leute bei mir auf meinem Zonk-Kanal sind, nämlich nicht auf meinem Horste Gaming-Kanal. Und dass die auch das schwarze Auge Drakensang genießen können. Weil es ein cooles Spiel ist. Ja, es ist. Ich werde jetzt mal mich umbringen, indem ich einen Endermann weghaue. versuche. Versuchen? Ja. Endermann. Ja, habe ich schlechte Erfahrungen damit. Wenn man es richtig macht, kann man es tun, aber. Aber ansonsten sollte man es lieber sein lassen, wenn man also keine Ahnung hat, wie man es macht. Es ist halt dieser Schutz irgendwie, 2 Blöcke hoch, ne? Den musst du dir bauen.
Ja. Aber der Endermann hat sich verzogen, kurz bevor ich ihn töten konnte. Ach nee, da ist er ja. Ah! Ja. Ich muss ja auf jeden Fall Terraforming betreiben. Ich betreibe gerade Terraforming, Leute. Das ist wichtig. So, Leute, jetzt ist es soweit. Ein Endermann. Ich möchte nicht wissen, dass der Hund vom Endermann erschlagen wurde. Ich habe so eine Enderperle. Meine erste Enderperle in dieser Welt. Ja, aber das war... Oh, ich habe nur noch 1,5 Herzen. Ja. Ich habe nur noch 1,5 Lebensherzen. So, aber das ist jetzt auch erledigt. So, noch 1/2 Stunde ungefähr können wir machen. Ja. Ja, wenn es jetzt ein paar Minuten länger oder später sind. Ich habe mich auch schon damit abgefunden, dass es vielleicht 1/2 Stunde länger sein kann, aber ja, ne? Nö, ich werde dann eh um 12 auch gehen. Also ich werde dann Let's Playen. Für mich halt so einfach. Dann ist auch in Ordnung. Ja, jawohl. So, du wolltest doch jetzt nicht gerade eben den Vierer nachmachen, ne? Nö. Nein, überhaupt Vierer. Nicht. Jawohl. Das können nämlich manche Leute überhaupt nicht vertragen. Darüber macht man keine Wünsche. Nein. Wenn sie mal wüssten, wie sie selbst sozusagen Adolf sind, wenn sie so empfindlich sind, ne? So. Man macht keine Witze darüber. Also wie gesagt, es gibt einfach viele Leute, die Schnappatmung bekommen. Ja. Und das ist einfach nicht gut. So, dann baue ich mal hier unten den. Ach, den Schutz habe ich schon abgebaut. Ich brauche noch ein bisschen Eisenpopeisenspeisen. Oh Leute, ich hol mal meinen Tee und werde mal ein Stängelchen Wasser irgendwo hinstellen. Warte mal, wie viel Uhr ist es eigentlich draußen? Arsch, hier. Ist es draußen sicher? Ah, es ist Mittag. Ich bin gleich wieder da. Ja. Hoffentlich werde ich nicht getötet. So, mein Tee steht seit 100.000 Jahren in der Küche. Ich kann euch nicht hören, was auch immer ihr jetzt sagt. Ich habe keinen Ohrstöpsel in den Ohren. Er hat keinen Ohrstöpsel in den Ohren. ja. Was machst du gerade, Alfons? Ich bin gerade in der Hölle und versuche die Festung zu finden, weil die sehr gut ist. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Cool. Uiuiui. Das Ding ist aber, ich bin im Basaltbiom. Das heißt, es wird sehr beschissen schwer, da rauszukommen. Ja. Was ist denn da? Achso, meine Katze miaut gerade. Schon wieder raus. Wisch wieder raus. Warum gehst du denn dann rein? Ach Gott. Wahnsinn. So, ich werde mal meine Erde runterlegen hier und dann werde ich hier ein bisschen Terraforming betreiben. Falls das länger dauert, ich melde mich mal kurz ab. Also ich bin kurz aus dem Spiel. Ja. So. So, weiter Terraforming. So, dann machen wir das einmal. Ja, und wenn ich jetzt einmal nicht rede, an meinem Publikum hier, einfach Musik hören. Jo, kommst eh gleich raus. Du gehst rein und bist wieder raus. Gibt's ja nicht. Oh. Die Katzen. Verstehe einer Katzen. Bei mir leckt der Server gerade absolut ranzig. Ja, bei mir ebenfalls, ja. Immer wieder. Jetzt geht's da, weil es ist da leckfrei im Moment. Ja.
Hat er lecken gesagt? Super. Ja, wow. Das ist ja gerade richtig ranzig hier. Oh, ich bin schnell, Leute. Ach. So, da passt ein gutes Häuschen schon hin. Wird das wieder ein Kasten, Horsti, oder willst du diesmal auch einen Giebel drauf machen? Am Anfang einen Kasten und dann werde ich was noch drauf machen, irgendwas. Ja, ich kann dir ja auch zeigen, wie man ein Dach baut. Machen wir sozusagen hier Live-Tutorial. Ein Live-Tutorial, wie man Dächer baut. Nö, ich kann ein Dach eh bauen. Ich habe mir den Let's Play angeschaut. Okay. Ich mache es dir nach. Nur weil ich das bisher nicht gesehen habe, dass du halt ein Dach gebaut hast, deswegen dachte ich halt. Dachte ich halt, hat er gesagt. Ja. Nee. Ah. Also. Oh. Nimmst du eigentlich auch, also du nimmst alles auf, du nimmst auch hier den Discord auf, ne? Also man kann mich auch hören. Ja, ja. Das ist cool, das finde ich geil. Ja, ihr könnt den Honk hören, schreibt es in die Kommentare. Nö, das ist eigentlich eh wurscht, weil das lese ich eh später erst. Das ist jetzt die sechste Folge, habe ich so, jetzt. So, ich komme dann mal wieder rein. Ist gerade Nacht oder was ist für Nacht, der Tag? Ja, Nacht, es ist gerade Nacht. Ja, okay, dann geht mal schlafen, dann komme ich erst später. Ja, ihr müsst jetzt mal schlafen gehen, weil ich habe kein Bett, weil ich im Nether bin. Ist schon wieder Tag. Ja, ja, dann komme ich wieder rein. Ja, ich wurde jetzt gerade oft rausgekriegt, also relativ komisch, so dreimal. Okay. Ja. Das ist seltsam. Ich wurde rausgekriegt aus dem Server. Der hängt ein bisschen. Das ist komisch, weil hier läuft er eigentlich flüssig. Ich sehe gerade. Ja, bei mir ist er auch, ja, im Moment. Komisch, ich sehe hier, also ich habe hier so einen Fernüberwachungsmonitor und der sagt eigentlich, dass der gut Luft hat, also nach oben hin. Was ist denn? Was? Ist die Laura da? Moin, Laura. Nö, das ist nicht die Laura, schlaft schon lang. Ah, das ist meine Katze. Hä? Ach so, die Katze. Die Katze hört sich an wie Laura. Käsekuchen, was ist los? Käsekuchen. Opferstrudel. Opferstrudel. Ja, Grauburgunder. Grauburgunder. Ich werde die Katze übrigens wirklich so nennen. Cool. Grauburgunder. Ach Scheiße, warte mal kurz. Ich muss mal hier den. Ah. Alfons ist schon wieder aus dem Game. Moin. Ja, ey, das hat mich Skelett. Halt voraus. Okay. Skelett. Ah. Ja, jetzt habe ich hier auch ein bisschen Laggy-Lag. Bei mir läuft es am flüssigsten im Moment. Ich nehme auf das Ganze, die ganze Verbindung hier weg. Ja, du hast wahrscheinlich die Performance, du hast das hier irgendwie reingecheatet, ne? Ja, genau. Weltgenerator habe ich geöffnet. Ja, genau. Aber weißt du, die richtigen Profis, ne, die zeichnen ja die Minen und so weiter mit MS Paint in die Welten rein. Okay. Also. Genau. Alter, noch so eine Riesenschlucht hier. Oh, hier ist eine riesengroße Schalucht. Schalucht, die Wucht. Ja, das ist eine echte Wucht von der Schlucht. Das sage ich dir. Das ist eine Wucht, Schlucht. Schlucht, sagte er und sprang. Ruhig left the game. Schon wieder. Alter, ja. Was ist los? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Also, der Server stockt momentan auch ein ganz klein wenig. Wir werden doch kein Windows-Update auf dem Server haben. Ach nee, das kann ja gar nicht sein. Ist ja Linux. Stimmt, ja. Ja. So, haben wir das nochmal. So, der sagt auch nichts auf dem Bildschirm, dass da irgendwie irgendwas nicht funkt. Guck mal kurz in F3-Bildschirm rein. Mhm, mhm.
Nö, eigentlich, also wenn ich den F3-Bildschirm richtig verstanden habe, was der so sagt, dann ist eigentlich gut Luft nach oben. Okay. Aber ich hatte hier auch gerade das, kennst du diesen Effekt, dass Blöcke, die man abbaut, wieder neu entstehen? Ja. Das ist eigentlich auch ein Laggedy-Lag eigentlich, aber kann eigentlich nicht sein, also. Ja, naja. Ich kann mit dem Portal auch nicht reichen, das ist relativ komisch gerade.